Sagen mal, grüß Gott, moin moin oder nabend oder wie auch immer, wann ihr dieses Video euch anguckt. Erstmal muss ich mich entschuldigen dafür, dass 2 Tage lang, ich glaube 2 Tage lang, keine Aufnahme gekommen ist. Manu hatte sehr viel zu tun gehabt und hat es zeitlich nicht hinbekommen, noch eine Aufnahme zu machen. Ich hoffe, ja, es sei mir verziehen. Ja, dafür sind wir aber jetzt wieder am Start und haben auf jeden Fall schon mal wieder aufgefüllt. Heißt, wir arbeiten wieder an der Weltherrschaft von unserem Supermarkt-Simulator. Was ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen kann, mit 3 Regaleinräumern backt es ganz schön extrem im Lager. Also ich musste jetzt insgesamt 3-mal das Spiel neu starten, um dass die Mitarbeiter, sprich die Regalauffüller, nicht, ja, also damit das aufgehört hat zu backen. Die standen in den Regalen drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das an den Regalen selber liegt oder ob das daran liegt, dass da irgendein Fehler gibt. So, $22. 21. So schön. Tschüss. Genau, 5.306. Nächstes wollen wir mal gucken, dass wir dann die unseren Laden erweitern, was uns natürlich einen Haufen Asche kostet. Und ja, natürlich müssen wir dann immer darüber nachdenken, auch das Lager eben halt zu erweitern, damit wir da mehr reinkriegen. Oh, Cornflakes mit Mehl schmeckt sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Ein bisschen Salz dazu, genau. Für die Würze. $70. 41. Bäm. Schönen Abend noch. Hier gibt es eine Kartoffelparty. $44. 41. Bitteschön. Oh. Ich möchte Butter mit Cola trinken. Naja, habe ich gehört, soll sehr gut sein. 80, 85, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tülü. Apfelsaft mit Kuchen. Naja, ich weiß es nicht, ob das schmeckt. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, tschüss. Wasser ist immer gesund. Hier haben Sie 10 Cent, tschüss. Mehl mit Kartoffeln ergibt Kartoffelbrei. Für ein bisschen Reinigungsmittel dazu, dann passt das auch. $101,28. Tülü. Tee mit Puderzucker. Ja. Schmeckt bestimmt, oder, junge Frau? $45,36. Tülü. 5000, Level 39 sind wir. Ja. 46. Dollar 5, 1, 2, 3. Tschüss, schönen Abend noch. Nur Cola heute. Cola ist ungesund. Macht aber $8. 28. Tschüss. Mehl mit Honig. Honig-Cornflakes oder so ähnlich. 2, 3. Schönen Abend noch. So, wir haben das Licht vergessen. Wollen wir jetzt wieder anmachen hier. Zack, mal hell hier in den Puff. So, und da waren wir die junge Frau mal hier gerade. Toastbrot mit Thunfisch und Cornflakes dazu. Sehr gutes Frühstück. Macht $81,47. Kartoffeln mit Milch und Mehl und Bäm. $55,97. Tülü. Pommes mit Puderzucker. Bekommen leider kein Wechselgeld. Tülü. Sprite mit Cola ermischt oder Öl geht auch. So, macht $39,24. Tschüss. Ach so, guten Tag. Sie möchten $3,40 mit Karte zahlen. Tschüss.
Shampoo mit Butter auf die Haare. Ist bestimmt neues Geheimrezept oder so. Wir bekommen leider kein Wechselgeld. Glasreiniger mit Cola. Na, gib mich deine blöde Karte und wackel doch nicht so viel. 87,79 $. Tülü. Eier im Kaffee. Bestimmt gut. 66,50 $. Tülü. Eier mit Thunfisch und Pizza. Ja. Gib mir mehr davon. Einmal Barzahlung, leider kein Wechselgeld. Ja, ich bin erstmal also gespannt, wie sich das weiter ergibt mit den Lagerarbeitern. Ich hoffe, dass sich das, dass es jetzt irgendwie einfach nochmal ein Fehler war. Aber wir warten zwar ab. Wir sind immer noch bei der Version 0.1.2.4. Also es gab noch kein weiteres Update letzte Woche. Öl mit Cornflakes und Süßigkeiten dazu. Oh, sehr gute Mischung hier. Sie bekommen 5, 1, 2, 3, $8 zurück. Tülü. Kaffee mit. Vielleicht kriegen wir noch mal jemanden Wodka oder so. Dann kann man Kaffee mit Wodka trinken. 1, 2, 3, 4. 50, 75, 1, 2, 3, 4. Tülü. Öl mit Nutella und Cola hintermehr, damit das besser flutscht. Genau so machen wir das. 31,54 $. Tschüss. Reis mit Glasreiniger. So, auch noch was Süßes hinterher. Passt. So, zack. Einmal $110,65. Bam. So, Sie möchten auch mit Karte zahlen. $78,68. So. Orangensaft mit Mozzarella. Schmeckt das? Kein Wechselgeld, tut mir leid. Pommes frites und Salz, das ist wichtig. Ohne dem geht das nicht. Wasser und Pommes mit Käse. Sehr gute Konstellation. Nehmen wir. Achso, Sie wollen Geld zurück. 10, 15, 16. Tschüss. Orangensaft mit Geschirrspültabs. Aber bitte nicht zusammen trinken, ne? 50, 75, 76. Tüdelü. Hm? Ach, hat Gott keine Kartoffeln finden? Ja, so viel Platz haben wir noch nicht im Lager. Es tut mich leid. $102,98. Apfelsaft mit Mozzarella. Und ein bisschen Toilettenreiniger hinterher. Passt. Kein Wechselgeld. So, 8.255. Also vom Geld her dürfte es jetzt eigentlich nur beim Ladenausbau knapp werden. Na, wollen wir mal just hier an unserem PC. Ja, hier, da seht ihr das wieder. Und ich weiß nicht warum. Wenn jemand von euch eine Lösung hat, gerne mal ran. Also erstmal hier die Verwaltung, die Rechnungen zahlen. So, Bank, haben wir nichts mehr offen, das ist gut. So. Verwaltung, Wachstum. Für 6.700 könnten wir den Laden erweitern. So. Aber wie sieht's denn hier? Ach komm, wir erweitern jetzt erstmal das hier und das hier. Also, jetzt haben wir das Lager komplett erstmal erweitert. Ist schon das Lager gewesen, oder?
Ach, das geht nach hier hinten hin weiter. Ah, okay. Das hört sich wirklich groß, oder? Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt hinterher ausgeht. Gut, der ist ja noch am Kassieren, also. Ja, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist. Ah ja, steht dran. Wir müssen auf jeden Fall hier Lichter anbringen. So. Nein, ich will das doch nicht öffnen. Nee, wir müssen das anders da sortieren. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Also wir müssen den Tag auf jeden Fall vorspulen, wenn er denn jetzt hier fertig ist. So. Und dann würde ich doch mal gerade sagen, das war euch doch einfach mit dabei. Produkte nicht gefunden. 6. Ja, Kruzifix. Neuer Tag wird gestartet. Und zwar. Machen wir das jetzt einfach mal ganz anders da. Wir nehmen dieses Regal, na, lass mich hier durch, und fangen hier mit diesem Regal an. Zack, so, das war Regal Nummer Uno. Regal Nummer Dur. Na. So, jetzt haben wir das Regal da mal wieder weg. Und nehmen dieses Regal. Gut, macht eh nichts, wenn wir da jetzt ein bisschen Luft drin haben. Daneben geht ja eh keins mehr. Dann nehmen wir jetzt dieses hier. Ach so, ja. Okay, das muss jetzt dahin. Zack. Und als nächstes kommt das hier. Zack. So. Das Regal muss da wieder weg. Ja, okay. Steht mir gerade so ein bisschen im Weg. Das Regal ist richtig. So. Zählst du mal geradeaus fährt. Bis wohin waren wir? Bis zur Cola. Jetzt wollen wir gerade auf dem PC gucken, ja? Markt, bis zur Cola waren wir. So. Ja, da ist die Cola. Als nächstes würde dann das Regal hier kommen. So. Entschuldigung, Leute. Haben wir. So. Dann haben wir jetzt bis zur anderen Cola. Okay. Dann haben wir das jetzt bis hierhin. Jetzt kommt nämlich der Kuchen. Ja. Da haben wir den Kuchen. Kriegen wir da noch eins hin? Nee. Ah, sehr schade. Mal just hier abstellen und dann da. Zack. Und
So, dann haben wir jetzt den Kuchen. Dann kommt als nächstes, dann haben wir bis hierhin, dann kommt jetzt unsere Schokolade. Da ist unser Schokoladenregal. Zumindest von unten fängt es an mit Schokolade. So. Dann haben wir Reinigungsmittel. Haben wir hier? Okay. Wir sind bis zum Glasreiniger gekommen. Jetzt kommen die Geschirrspültabs. Die haben wir hier. Also das Regal mitnehmen. Haben wir. Jetzt sind wir bis dahin gekommen. Jetzt dürfte das Regal kommen. So, dann sind wir jetzt bis zum Parmesan. Richtig? Da. So, jetzt kommt das Hohn. Ach nee, das Regal. Warte mal, bis wohin geht das denn jetzt? Bis zu den Eiern sind wir gekommen. So, und nach dem Eier kommt der Puderzucker und das wäre hier. Scheint an den Regalen zu liegen, Leute. Ist das jetzt überhaupt richtig? So, so. Nee. Lalalala. Das glaubt er nicht. Das war das falsche Regal. Das ist das nicht. Müssen das Regal hier haben. Okay. Dann geht das nochmal auf Seite. Und das Regal kommt dahin. Zack. Und das ist jetzt bis zu den Hühnern. Also bis zu den Gockeln. So, und dann kommt jetzt das Regal mit den Pommes. Pommes. Pommes braucht das Land. So. Und das geht jetzt bis zu den Pizzas. Haben wir. Dann kommt Kartoffel. Das haben wir da mit drin. Ne? So, dann müssen wir das mal gerade hier wegnehmen. Haben wir irgendwo hier dafür. Ah, warte mal. Das müsste dann ja hier hin. Und da haben wir keinen Platz dafür. Gut. Dann geht das wieder dahin. So. Was ist denn hier mit. Wir haben jetzt hier noch ein paar Regale im Weg rumstehen. Das ist aber nicht so gut. Milch braucht das Land. Gut. Wollen wir mal gerade weiter gucken hier. Tee kommt ganz zum Schluss. Falsche Taste. Das ist Toilettenpapier. So. Dann das damit hinstellen. Das stellen wir auch hier mit hin. Das soll dann jetzt erstmal so bleiben. Was haben wir denn hier? Hier haben wir nochmal so, so. Ist es der Mann noch ganz serviert? Ja. Jetzt haben wir wieder neu umgestellt und jetzt kommt der Mann noch wieder nicht hinterher. Das ist geil, oder? Ah. So.
Nachdem, dass wir jetzt am Ende der Aufnahme sind, ja, sorry Leute, dass es hier jetzt nur Regalauffüllung gab, aber so seht ihr, na, das ist dieses andere Gedöns. So. Man sucht gerade das Richtige hier, wo das hier hinkommt. Ah, hier. Ist voll, würde ich gerade sagen. Also ein bisschen Platz haben wir noch, was aber Regale angeht. Hier können wir noch welche hinstellen. Ich würde aber sagen, wir sind durch mit der Aufnahme. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns bei der nächsten wieder. Bis dahin. Tschüss.